SPD rückt schrittweise von ihren Arbeitsmarktreformen aus Zeiten der rot-grünen Bundesregierung ab. Das Parteipräsidium billigte am Montag Vorschläge, die auf höhere Leistungen für Erwerbslose sowohl beim Arbeitslosengeld I als auch im Hartz-IV-System hinauslaufen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, sagte: Wir wollen auch, dass die, die sich in der Arbeitslosigkeit qualifiziert weiterbilden, dass die 6 oder 12 Monate länger Arbeitslosengeld I bekommen. Beim Arbeitslosengeld II wollen die Sozialdemokraten auf jede Vermögensprüfung verzichten. Hartz-IV-Bezieher müssten dann nicht mehr die eigenen Ersparnisse bis zu einem Freibetrag aufzehren, bevor sie staatliche Unterstützung bekommen. Zudem plädiert die SPD für eine strengere Regulierung der Zeitarbeit. Parteichef Sigmar Gabriel: Wir schlagen also vor, dass erstens das Prinzip gilt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, und dass es davon keine Abweichungsmöglichkeiten mehr gibt. Und zweitens, wir wollen dafür sorgen, dass die befristete Beschäftigung wieder zurückgeführt wird auf den Stand, den wir hatten, bevor das Beschäftigungsförderungsgesetz der Regierung Kohl und Blüm eingeführt wurde. Mit dem aktuellen Beschluss 2 Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verspricht sich die SPD mehr Rückhalt bei den Wählern. Den Plänen zufolge sollen 200.000 Stellen für Langzeitarbeitslose entstehen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt sonst keine Chancen hätten.